diesem Raum haben gut betuchte Hamburger Bürger rauschende Feste gefeiert. Und in diesem haben Deutschlands bekannteste Journalisten ihre Mittagspause gemacht. Zwischen Spiegelsaal und Spiegelkantine liegen Welten. Sie erzählen vom rasanten Wandel der Moden und Zeiten. Herzlich willkommen in Hamburg, liebe Zuschauer. Wenn Sie hier am Hauptbahnhof ankommen, dann brauchen Sie keine 5 Minuten und Sie sind im Lieblingsmuseum der Hamburger, dem Museum für Kunst und Gewerbe. Warum das so beliebt ist, liegt auf der Hand. Es hat ganz viel mit uns zu tun, mit unserem täglichen Leben. Was wir anziehen, wie wir wohnen, von was für Tellern wir essen. Alles, was uns in den letzten 4000 Jahren lieb und teuer war, können Sie hier auf sagenhaften 10.000 Quadratmetern erleben. Und das, was es über uns erzählt. Das Museum für Kunst und Gewerbe ist neben seiner riesigen und kostbaren Sammlung vor allem für seine spannenden Sonderausstellungen bekannt, meistens zu aktuellen Themen, über den Müll im Meer oder Fluch und Faszination von Computerspielen zum Beispiel. Zurzeit geht es um die 68er-Generation unter dem Titel Pop und Protest. Und dazu haben wir einen spannenden Zeitzeugen als Gast, die deutsche Rocklegende Achim Reichel. Er ist ein echter Hamburger Jung. Aufgewachsen in St. Pauli, wo seine Karriere 1961 im legendären Starclub losging. Seine Band, The Rattles, trat dort abwechselnd mit den Beatles auf. Später hat Achim Reichel den deutschen Krautrock miterfunden. Nach der psychedelischen Phase sang er Shanties und vertonte deutsche Dichter. Logisch, dass wir uns in der 68er-Ausstellung treffen. Ich habe ja damals vor allem noch mit Lego gespielt, aber bei mir werden auch total Erinnerungen wach. Wie ist das bei Ihnen? Also wenn Sie so eine Lavalampe zum Beispiel sehen. Hatten Sie eine? Ich dachte, das wäre längst überwunden. Aber unsere Tochter wollte irgendwann auch unbedingt so ein Ding haben. Also ja, da klar, da werden alte Erinnerungen wach. Ne? Also das ist schon psychedelisch. Ololol. Und Afikola-Werbung und all diese Sachen, wie haben Sie das damals erlebt? Man war ja damals auch so verrückt und hat dann tatsächlich schon gemeint, man müsste das Echte vom Unechten unterscheiden. Und da gab es denn für uns, Afrikola war verdächtig. Die Werbung war lustig. Also. Die Mondlandung 1969. Naja, das war ja schier unglaublich. Da wusste man ja gar nicht irgendwie, ist das jetzt ein Science-Fiction-Film oder sind die da wirklich? Und die Mondlandung hat ja auch die Mode total inspiriert. Wie sind Sie damals umgelaufen? Naja, also die Haare waren gerade mal ganz schüchtern bis übers Ohr. Mhm. Und das war schon also schwer verpönt. Ne? Das ist Jane Fonda als Barbarella, die sich da gerade langsam ihren Raumanzug auszieht. Aha. Ja, und das war wahrscheinlich sensationell, ne, dass die da immer nackter wurde, oder? Ja. Noch in dieser Zeit. Das war schon was Besonderes, oder? Zu der Zeit, ja. Hübsche Hände hat sie, ne? Ja. Kord ist ja jetzt wieder ganz angesagt, ne? Hatten Sie auch solche Möbel oder Hosen? Oder? Ich hatte mal so eine Sitzgarnitur, so mit so losen Kissen in Braunkord. Na, aber nicht so eine schöne Kapsel, wo eigentlich nur noch die Lautsprecher links und rechts fehlen. Ja. Das war Kult. Ne? Das ist ja nun im Grunde genommen, ja, das ist ja schon Science Fiction hier, ne? wie ein Raumfahrerhelm. Ja, ne? Wir haben früher gedacht, mein Gott, wer hat sowas? Das war ja doch irgendwie irre teuer, sowas. Ne? Also das. Aus London kommt mit dem Minirock die neue Beinfreiheit für Frauen. Und nebenbei großes Kino für Männer. Die sexuelle Revolution mischt die antiquierten Rollenbilder auf. Auf der Straße macht die Jugend mobil gegen den allgemeinen Irrsinn der Welt. Napalm über Vietnam, Biafra-Krieg, Prager Frühling, Hungersnöte in Afrika.
Also diese Fülle jetzt hier von Wahnsinn, das ist schon heftig, ne? Also da... Das war ja auch eine sehr radikale, aufgewühlte Zeit, wo ja, hier unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren, wo man gegen alles aufbegehrt hat, auch gegen die Eltern, die noch Nazis waren und so weiter und so fort. Wie war das bei Ihnen? Mit Ihren Eltern zum Beispiel? Also, mein Vater ist zur See gefahren, den habe ich fast nie gesehen. Also, wie der eigentlich politisch unterwegs war, hat sich mir nie erschlossen. Aber unser Beitrag war eben die Musik. Ne? Also, ich bin nicht so ein Mensch, der irgendwie sich aufgerufen fühlt, wie soll ich sagen, politische Parolen mit Liedern zu verbinden. Das ist nie mein Ding gewesen. Da staunt die Jugend von heute. Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who. Die Musik der 68er war der Soundtrack zur Rebellion einer ganzen Generation. Das macht Spaß, oder? Schönes Arbeiten. Ja. Aber bei Ihnen muss es eigentlich noch mehr so sein, dass Sie das alles im Schrank hatten, oder? Also ich kenne die auch alle, hatte vieles davon. Ja, ja, doch, doch. Das meiste davon war bei mir, gehörte zur Pflicht. Ja, und mit den Beatles sind Sie ja schon im Starclub zusammen aufgetreten, ne? Ja, okay. Also das war insofern hochinteressant, weil... Da waren die noch weit entfernt vom Weltruhm. Also da war das eine Band von vielen. Was uns allerdings schon deutlich wurde, die waren irgendwie schon ziemlich eng beieinander, so, also im Zusammenspiel. Also eine super Band. Aber dass sie so gut werden würden und die Musik eigentlich, die Popmusik revolutionieren würden, das hat man damals nicht geahnt. Nee, das ist ja auch das Interessante. Man weiß ja manchmal gar nicht, was in den Leuten schlummert. Und Lennon und McCartney, das sind für mich also Jahrhundert-Songschreiber. Ne? Und waren die so wild drauf, wie man immer sagt das? Also im Starclub in Hamburg haben alle englischen Musiker die Sau rausgelassen? Ach nee, die Engländer an sich mit ihrem krassen Humor. Da gab es ja so einen Bühnenvorhang und da zog sich so auf. Und man sah John Lennon da stehen mit einer Klobrille um den Hals. Und eine Gitarre vor dem Gemächt. und dann macht er dann auch noch den Hitlergruß irgendwie, ne? Wo man dann dachte, ja, kann man das nur wirklich lustig finden? Und er hat sich gefreut und er fand das so krass irgendwie. Und das sind so Sachen, die kann man gar nicht vergessen. Ne? Das absolute Highlight der wilden 60er Jahre ist dieser Raum. Die Kantine des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ein Meisterwerk des dänischen Stardesigners Werner Panton. Glauben Sie denn, dass die Spiegelredakteure in dieser Kantine sitzen konnten, ohne bleibende Schäden zu nehmen? Das ist eine lustige Frage. Aber auf der anderen Seite war das eine Zeit, wo man sich in seinem gesamten Lebensverhalten um die bleibenden Schäden weitaus weniger Sorgen gemacht hat, als wir heute. Das war aber auch eine Zeit, wo Design in einer ganz anderen Form den Anspruch erhoben hat, weniger dem Menschen auf eine gewisse Art und Weise zu dienen, als einem Lebensgefühl auszudrücken. Und das hat Werner Panton ganz sicher geschafft in dieser Spiegelkantine. Man spürt doch eine Zeit ganz klar und eindeutig des freien, wilden Ausdrucks, der auch natürlich Individualität, weil wenn sich ein Nachrichtenmagazin wie der Spiegel das einbauen lässt, dann ist das ja ein grundsätzliches Statement. Es war ja nicht nur die Kantine, sondern das gesamte Gebäude wurde nach einem Farbkonzept, auch Gestaltungskonzept von Werner Panton, durchgestaltet. Diese Period Rooms, also ein Raum, der ganz im Stil einer Zeit eingerichtet ist, das ist ja eine Spezialität in Ihrem Museum. Ein Period Room hat den Vorteil, dass man besser erspüren kann, wie der Kontext war, im Gegensatz zu einem Möbel. Wie sonst können wir etwas auch deutlich machen, wie Menschen sich vielleicht bewegt haben müssen? Und das Schöne hier ist natürlich, dass man auch rein kann. Einer der ersten Epochenräume des Museums war der Pariser Salon. Das Herzstück der großartigen Jugendstilsammlung des Hauses. Warum ist dieser Pariser Salon hier so ein Schatz? Was macht den so besonders?
Es macht ihn besonders, dass in dieser unglaublich spannenden Zeit der Jahrhundertwende des Jugendstils Justus Brinkmann, der Gründungsdirektor des Museums, nach Paris gefahren ist und offensichtlich auch selbst so überzeugt war von diesem Aufbruch, dass er im großen Stile zeitgenössisch eingekauft hat. Und dass wir das in dieser Zusammensetzung haben, macht es zu einem Schatz. Das war aber ganz schön mutig, ne? Dass er gesagt hat, so, ich kaufe das jetzt, was gerade Mode ist. Ja, das war unglaublich mutig, weil man muss sich ja auch bewusst sein, die Museen für angewandte Kunst sind immer gegründet worden, weil sie eine Vorbildsammlung anlegen wollten, um gegen den Historismus, der ja damals in voller Blüte stand, Möglichkeiten, Angebote für einen neuen Stil zu bieten. Ja, die Ausbildung, die damit zusammenhängt, hat das Gleiche versucht. Die Objekte, die man aber eher aus der Renaissance oder aus dem Mittelalter oder aus der Antike, also man hat sozusagen ganz rückwärtsgewandt gesammelt, weil man dachte, da sind die Stile noch rein, unverfälscht und pur. Das könnte unsere Inspirationsquelle sein. Und dann kommt man auf die Weltausstellung 1900 in Paris und sieht den neuen Stil, Art Nouveau. Nach dem Ersten Weltkrieg kam dann das Bauhaus und die Frankfurter Küche. Das war ja eigentlich eine richtige Gegenbewegung zum Jugendstil in all seinen Ausprägungen, oder? Vor allem der soziale Wohnbau. Also da haben Sie vollkommen recht. Diese Überzeugung, dass Gestaltung und Wohnen und modernes Wohnen mit Licht, Sonne, sanitären Einrichtungen für alle zur Verfügung gestellt werden müssen, das ist das Thema gewesen. Und Margarete Schütte-Lihotzky hat dazu die perfekte und erste Einbauküche gemacht. War das natürlich auch was völlig anderes. Das war ja auch zwar noch sicherlich kunstvolles Handwerk, aber es war eben auch industriell zu fertigen, was Sie gemacht haben. Da passieren jetzt gerade zwei wahnsinnig spannende Dinge. Ne? Das ist ein ganz frühes Werk von Marcel Breuer. Im Bauhaus war er schon, hat dort unterrichtet. Und man hat hier ja eigentlich noch so ein absolut handwerklich gebautes Stück. Es ist, wenn man so will, eine XYZ-Achse, die man in alle Richtungen weiterziehen könnte. Also es ist auch wie ein Raumquader, könnte man es verstehen. Das heißt, sehr, sehr radikal im Anspruch. Sitzen weiß ich auch nicht so genau, wie sich der anfühlt. Während das nächste wichtige Stück von Marcel Breuer, der Vasili, eine Endloskurve darstellt, wo hier wirklich ein industrielles Material verarbeitet wird, nämlich das Stahlrohr. Diese Kostüme sind etwas ganz Besonderes. Die Tänzerin Lavinia Schulz und der Schauspieler Walter Holt haben in den 1920er Jahren wilde Performances in diesen fantasievollen Kreationen aufgeführt. Was erzählen uns denn diese Kostüme und der ganze expressionistische Tanz über die 20er Jahre? Ich glaube, die 20er Jahre, das muss einem bewusst sein, ist ja auch Zeit eines Umbruchs zwischen 1918 und 1933. Also für mich ist der Expressionismus auch die Suche nach dem Unmittelbaren, dem Ausdruck, der Konfrontation, der Auseinandersetzung. Also im Gegensatz zum Konsumieren bin ich sehr aktiv involviert. Und das, finde ich, sieht man auch in den Gemälden. Es wird ja auch hier nicht mehr etwas schön dargestellt in Ästhetik, sondern es ist eine Verzerrung, eine Übertreibung, eine Geometrisierung, sieht man ja hier auch zum Teil, um anders den Menschen neu zu erleben und neu zu definieren wahrscheinlich. Das war doch alles eine Reaktion eigentlich auch auf diese Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, auf den Ersten Weltkrieg. Im Prinzip vollkommen richtig, weil der Erste Weltkrieg in seiner katastrophalen Auswirkungen ja
ganz viele Auswirkungen, die wir gerade auch betrachtet haben, mit befeuert. Das Bauhaus als neues Lehrmodell, als neue Schule ist genauso eine Reaktion auf den Ersten Weltkrieg wie der Expressionismus. Und dann muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, die Weimarer Republik, das erste Mal Wahlen in Deutschland, das erste Mal, dass Frauen wählen durften, 1919. Und die beiden, Herr Lavinia Schulz und Walter Holt, haben sicher diese Instabilität, die Suche nach einer neuen Lebensform, aber auch die Radikalität, sich womöglich gegenüber Kommende zu Wehr zu setzen, all das in dem Tanz, in der Bewegung, in den Kostümen vereint, um einen Aufbruch oder Widerstand damit deutlich zu machen. 1924 beging das Künstlerpaar Selbstmord. Die Kostüme wurden erst 1988 auf dem Dachboden des Museums in 3 Holzkisten entdeckt. Unglaublich vielfältig, was dieses Museum zu bieten hat. Hinter jeder Ecke verbirgt sich was Neues. Der Islam und die anderen Weltreligionen haben hier genauso ihren Platz wie die Schwerter der japanischen Samurai-Krieger. ...1877 wurde das Museum für Kunst und Gewerbe eröffnet. Mit großer Unterstützung der Hamburger Bürgerschaft. Diese französische Bouillon-Tasse ist das erste Objekt, das Gründungsdirektor Justus Brinkmann für die Sammlung erworben hat. Mit diesen schönen und interessanten Dingen aus aller Welt wollte Justus Brinkmann das heimische Handwerk und Gewerbe inspirieren und den Hamburger Bürgern so nebenbei klar machen, was guter Geschmack ist. Inzwischen geht es um viel mehr als guten Geschmack. Dieser Kronleuchter besteht aus lauter Plastikmüll. Der englische Künstler Stuart Haygarth sammelt Müll aus dem Meer, reinigt ihn und macht so etwas Wunderbares daraus. Um Bewusstsein geht es auch hier. Die japanische Teezeremonie ist ein Ritual, bei dem Respekt und Demut wichtig sind. Eine Meditation, die den Menschen in Harmonie und Einklang mit sich selbst und anderen bringen soll. Im originaljapanischen Teehaus trifft sich regelmäßig die Ogasenke-Teeschule und übt die traditionelle japanische Teezeremonie, die 600 Jahre alt ist und ganz streng festgelegt. Und wir als Besucher können zuschauen. Und am Ende bekommen wir sogar eine Tasse grünen Tee. Mit Fujiyama-Tee-Schale, dozo. Vielen Dank. Was heißt Danke auf Japanisch? Arigato. Arigato. Immer wieder tauchen im Museum plötzlich solche neonfarbenen Dreiecke auf. Sie stören den ungetrübten Kunstgenuss. Und das sollen sie auch. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe überprüft seit 2010 seine Sammlung auf Raubkunst und ist damit Vorreiter in Deutschland. Diese Warndreiecke machen auf Objekte aufmerksam, deren Herkunft nicht eindeutig geklärt ist oder die klar als Raubkunst entlarvt worden sind. Diese Bronzen aus dem ehemaligen Königreich Benin gelten inzwischen als Inbegriff von Raubkunst. Während der Kolonialzeit wurden sie von britischen Truppen gewaltsam entwendet und an die großen Völkerkundemuseen der Welt verkauft. Heute wird über ihre Rückgabe kontrovers diskutiert. Geben Sie die denn zurück? Finden Sie, man muss alles zurückgeben, was als Raubkunst erkennbar ist? Also Raubkunst muss zurückgegeben werden. Das, denke ich, ist ohne Zweifel. Aber man muss natürlich sehr genau recherchieren, was eigentlich Raubkunst ist. In diesem Fall kann man ganz klar sagen, es ist Raubkunst. Aber wir haben natürlich auch die Schwierigkeit, erstmal herauszufinden, an wen geben wir zurück.
Wir haben darüber hinaus hier im Museum natürlich keine Handhabe, was die Restitution und die Rückgaben anbelangt, sondern wir verwalten oder betreuen, versorgen hier Staatsbesitz. Und wenn, ist es immer die Sache der Stadt oder der Bundesrepublik Deutschland, dann eine solche Rückgabe vorzubereiten. Bei den Benin-Bronzen ist der Fall klar, aber bei solchen Gegenständen ist es wahrscheinlich sehr viel schwieriger, jetzt klar zu sagen, das ist Raubkunst. Das ist NS-Raubkunst gewesen, was wir hier sehen. Ja, das ist eine Frankfurter Sammlung, eine jüdische Sammlung, die beschlagnahmt wurde, die restituiert wurde und dann verkauft wurde. Aber bei solchen Stühlen zum Beispiel haben sie ja nicht diese Alleinstellungsmerkmale, sondern das sind unter Umständen Serienproduktionen. Und dann müssen sie einfach rausfinden, welcher Stuhl ist es oder wie sind die Besitzverhältnisse? Da muss man schauen und die Museumsarchive sind da einfach sehr wichtig und sehr hilfreich, weil da sind die Objektdokumentationen, die einfach den ersten wichtigen Schritt eben auch dann bedeuten in der Recherche und vor allem eben bei der angewandten Kunst, nicht? Allein in Hamburg sind ja 20 Tonnen Silber nur im Jahr 1939 aus jüdischem Besitz beschlagnahmt worden. Also das waren Silberbestecke und Gefäße und. Was ist denn damit passiert? Ja, die sind eingeschmolzen worden, der größere Teil. Und es war dann in Hamburg das Bestreben, hochkarätige Silberstücke für die Museumssammlung zu bewahren. Und da haben sie einfach das Problem, dass sie Kaffeelöffel, Suppenkellen einfach auch nicht zuordnen können. Diejenigen Menschen, die deportiert worden sind, die Angehörigen derjenigen, die ums Leben gekommen sind, haben natürlich keine Unterlagen mehr. Und das Problem ist, dass wir im Museum überhaupt keine Dokumentation von diesen Objekten haben. Dieses wunderschöne Puppenhaus steht für die tragische Geschichte der jüdischen Familie Budke. Emma Budke wollte ja ihre Kunstgegenstände dem Museum hier vermachen, aber dann kam 1933. Ja, Emma Budke ist gebürtige Hamburgerin und sie hatte eben die Vorstellung, dass sie ihren Lebensabend hier in Hamburg verbringen wollte. 1933 hat Emma Budke ihr Testament geändert. Es war so das Schicksal ihres Neffen Siegfried Budke in Frankfurt, wo sie sofort gesehen hat, was eben auch mit dem Nationalsozialismus verbunden ist. Und sie hat dann über viele Jahre hinweg immer wieder ihr Testament verändert, immer wieder die Verwandten bedacht, die es besonders hart verfolgungsbedingt getroffen hat. Sie ist dann eines natürlichen Todes 1936 gestorben, hatte aber verfügt, dass Hamburg in keiner Weise von ihrer Sammlung etwas haben soll. Die Kunstsammlung durfte versteigert werden, um eben auch Geld für die jüdische Verwandtschaft zu regenerieren, damit die auch Deutschland verlassen konnten. Ja, haben die was bekommen, ne? Die Auktionserträge sind auf ein Nachlasskonto eingezahlt worden und auf das hatte keiner der Erben Zugriff. Die Erben im Ausland, die haben ihren Anteil bekommen, aber die in Deutschland lebenden Verwandten sind vollkommen leer ausgegangen. Das Puppenhaus, das ist 1937 auf dieser Versteigerung in Berlin nicht verkauft worden, sondern es ist zurückgegangen. Wir wissen nicht, wie es dann in den Kunsthandel gelangt ist. Es kam in eine Hamburger Privatsammlung und aus der ist es 1972 hier ans MKG verkauft worden. Ja, fast applaudieren. Das ist völlig unerwartet, dass man in einem Museum mit so vielen kostbaren Instrumenten Instrumente erlebt, auf denen gespielt wird. Wie kommt das? Wieso darf sie das? Ja, das ist ja die Idee letztlich dieser Sammlung und des Sammlers Professor Dr. Andreas Beuermann gewesen. Er hat gesagt, das sind Musikinstrumente, deren Sinn ist zu klingen. Und wenn der Besucher hier kommt und
ist mit einer großen Sammlung von etwa 50 Tasteninstrumenten konfrontiert. Da möchte er natürlich wissen, wie die Instrumente klingen. Ja, tut es den Instrumenten gut, dass die gespielt werden? Wir haben einmal in der Woche einen hochspezialisierten Instrumentenbauer hier im Haus. Der hat die Instrumente ja ständig unter Kontrolle. Das heißt, der merkt sofort, wenn sich irgendwas verzieht, irgendwas sich tut. Insofern würde ich denken, das ist eigentlich auch eine Pflege der Instrumente. Ja, und wie ist das für Sie als Studentin der Hamburger Musikhochschule, auf so einem Instrument zu spielen? Es ist unglaublich interessant. Ich bin mir dessen bewusst, dass diese Möglichkeit nicht jeder hat. Und ich meine, so erfahren wir, wie die Musik auf den Instrumenten vor 200 Jahren geklungen hat. Wer hat denn zum Beispiel auf einem Klavier wie diesem komponiert? Welcher große Meister? Ja, das ist ein Flügel aus Wien von Josef Brodmann, ein sehr berühmter Klavierbauer von etwa 100 Klavierbauern, die damals in Wien tätig waren. Und Komponisten wie Beethoven, wie Karl Maria von Weber kannten also diesen Instrumententyp und haben auf solchen Instrumenten gespielt. Würden Sie auch gerne mal auf so einem kostbaren alten Instrument spielen? Ich glaube, ich bin dem Instrument nicht wirklich würdig genug. Ja, aber ja. Sie haben ja eigentlich auch mehr eine Liebe zu den Gitarren. Ne? Ja, ja. Haben Sie da Lieblingsinstrumente? Sammeln Sie? Hab ich mal. Bis ich merkte, dass auch andere die Gitarren, die ich hatte, gern hätten. Und dann wurde ich oftmals auf Konzerten beklaut oder wenn wir dann so leichtsinnig waren, speziell in England, nachts unseren Bus vorm Hotel zu parken mit den ganzen Instrumenten drin. Da ist es uns einmal in Liverpool vorgekommen, da war morgens nichts mehr drin. Oh Gott. Also das war ganz bitter. Und wenn man dann Instrumente hat, die einem wirklich am Herzen liegen, das tut richtig weh, weil man baut ja doch auch eine Beziehung auf. Ne? Wenn also so ein Gitarrenhals, der einen liegt, so, die kann man nicht durch jeden anderen beliebigen so leicht mal ersetzen. Sie machen ja schon seit 1974 Yoga. Haben Sie es dann auch besonders mit dem Buddhismus oder welches ist Ihre Weltreligion? Also ich trenne das so ein bisschen. Also Yoga und Meditation, das kann man auch betreiben, ohne einer Religion zugehörig zu fühlen. Mhm. Und bei mir ist das so. Yoga, das ist eine ganz wichtige Sache für mich geworden. Das hält Sie offensichtlich jung, ich darf das sagen. Sie sind unglaubliche 75 Jahre alt geworden. Ja, ich wundere mich manchmal auch ein bisschen. Also das, da weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich antworten soll, weil das ist irgendwie, das ist dann wohl irgendwie einfach nur Glück oder so. Dann wünsche ich Ihnen weiter ganz viel Glück und Freude beim Yoga und bei der Musik natürlich. Vielen Dank. Das Museum für Kunst und Gewerbe begeistert uns für 4000 Jahre Geschichte des Menschen. Erzählt mit den Dingen, die wir geschaffen haben, um unser Leben schöner oder praktischer zu machen. Um unseren Status, unsere Weltanschauung und unsere Vorlieben zu zeigen. In den Epochenräumen können Sie abtauchen in vergangene Zeiten und spüren, wie schnell die Welt sich ändert. Dank der behutsamen Renovierung und der neuen Präsentation der kostbaren Sammlung ist aus einem ziemlich angestaubten Musentempel ein richtig modernes Museum geworden. Toll finde ich, wie das Museum Aktuelles aufgreift und sich einmischt. Und auch der Umgang mit dem Thema Raubkunst in der eigenen Sammlung ist einfach vorbildlich. Und dann noch die spannenden Sonderausstellungen wie jetzt 68 Pop und Protest. Die machen einem auf höchst unterhaltsame Weise klar, wie alles mit allem zusammenhängt. Und das kann sehr erhellend sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig. Tschüss.